Kurz vor dem Wochenende ist mal wieder Zeit für Frag Richie. Uns hat eine Frage erreicht von Moneyfly. Diesmal muss ich sagen, mea culpa, mir ist sie tatsächlich durch. Deswegen erst die späte Antwort. Du hast mich aber nochmal erinnert, dass noch eine Frage offen ist. Die Frage zielt darauf ab, was denn eigentlich Unternehmen wert sind, wie sich das denn bemessen lässt. Ganz einfach. Aktienkurs mal Anzahl der ausgegebenen Aktien, oder? Gleich Marktkapitalisierung, aber ist das Unternehmen das wirklich wert? Und ich glaube, darauf zielt ja auch die Frage hinaus, wie kann man denn wirklich bewerten oder vergleichen? Ist die Aktie fair bewertet, ja oder nein? Grundsätzlich, der Markt stellt den aktuellen fairen Preis fest über Angebot und Nachfrage. Das wäre jetzt mal insgesamt die einfachste Antwort. Was man halt sagen muss, in dem Aktienkurs, der an der Börse gehandelt wird, ist nicht rein einfach zu sehen, was das Unternehmen wert ist. Das heißt, sie haben Guthaben, sie haben irgendwelche Dinge, die sie verkaufen können, machen sie alles zu Bargeld, sie lösen die Schulden auf. Da kann man sagen, was bleibt übrig bei so einer Liquidation. Dann kann man sagen, wie viele Aktien gibt es am Markt. Und das übrig bleibende Kapital wird auf die einzelnen Aktien umgeteilt. Da kann man ganz genau sagen, wie hoch ist der sogenannte Buchwert einer Aktie. Nun, dieser Buchwert ist meistens viel, viel geringer, als der eigentliche Kurs an der Börse momentan gehandelt wird. Aber wie kann das bitte schön sein? Es wird immer gesagt, auch an dieser Stelle natürlich, es findet hier ein fairer Handel statt und es wird dann möglichst alles fair bepreist. Und dann ist der faire Wert eines Unternehmens ein ganz anderer, als uns hier an der Börse weisgemacht wird. Was ist der faire Wert? Das ist immer die Frage. Weil alles, was an der Börse betrachtet wird, sind immer Zukunftsaussichten. Also häufig hat man hier Dinge drin, die eben jetzt noch nicht in den Büchern eingepreist ist, aber viel Zukunftsfantasien, Vorstellungen, neue Produkte, neue Entwicklungen, neue Märkte. Und fair ist es, denn solange jemand bereit ist, zu dem Preis zu kaufen, zu dem anderen Preis jemand verkaufen möchte und die beiden sich einig werden, ist das zu dem Zeitpunkt der faire Marktwert. Marktwert und nicht Buchwert. Und das ist der große Unterschied. Es gibt also ganz klar auch Aktien, wenn wir uns mal angucken, die jetzt noch gar keine Gewinne eigentlich machen, die trotzdem horrende Bewertungen haben, weil die Aktienkurse einfach gestiegen sind, weil die Aktionäre, die zukünftigen Aktionäre, die bereit sind, auch einen noch höheren Preis zu zahlen, einfach sagen, die Grundidee, die Funktionsweise, was die Unternehmung anbietet, finde ich ganz toll. Ich glaube, das wird sich am Markt durchsetzen. Und wenn ich warte, bis das Ganze sich durchgesetzt hat, dann ist die Aktie viel zu teuer. Also steige ich vorher schon ein. Deswegen an der Börse wird wirklich häufig die Zukunft gehandelt und weniger die Gegenwart und noch weniger die Vergangenheit. Für viele sind immer Prognosen für die Zukunft, die gehandelt werden und die durchaus auch mal die Preise der Aktien weit über den Buchwert steigen lassen können. Kann aber auch drunter sein. Es kann auch eine Aktie unterbewertet sein. Also wenn man eine Aktie natürlich findet unter Buchwert, ja, dann ist es natürlich durchaus lohnenswert, da vielleicht auch mal zu überlegen, zu investieren. Das kann man durchaus sagen, weil wenn ich sehe, das Unternehmen hat einen wirklichen realen Wert, der vorhanden ist mit Bargeld, mit irgendwelchen Maschinen, mit Unternehmungsanteile und ich sehe an der Aktie, an der Börse wird die Aktie unter diesem Buchwert gehandelt, dann lohnt es sich vielleicht da mal zuzuschlagen. Aber vielleicht sollten wir auf den zweiten Punkt der Frage eingehen. Absolut. Doch wie sieht das bei Aktien ohne Dividende aus? Es geht so ein bisschen darum, bei Dividendenaktien habe ich natürlich eine unmittelbare Gewinnbeteiligung, eben durch die Ausschüttung. Mir scheint dies wie eine losgelöste Währung mit einem imaginären Anteil an einem Unternehmen. Jetzt müssen wir versuchen, die Frage zu deuten. Genau. So ein wenig war uns nicht ganz klar, worauf Money hinaus möchte. Wir haben es aber versucht zu interpretieren, worauf er hinaus möchte. Was es nicht der Fall ist, dann einfach nochmal einen Kommentar hinlassen. Dann werden wir warten nächstes Mal keine zwei Wochen mehr. Nein, auf keinen Fall. Was meint er? Also, was wir glauben, haben wir vorher darüber gesprochen, was man meinen könnte, ist klar, wenn ich ein Unternehmen habe, das Dividenden ausgibt, die meisten Aktionäre verbinden halt mit dem Wort Dividenden Gewinne. Wenn ein Unternehmen keine Dividenden ausschüttet, macht es auch keine Gewinne. Das stimmt nicht ganz. In der Vergangenheit gab es mal die eine oder andere Gesellschaft, die auch mal Dividenden ausgeschüttet hat, ohne dass sie Gewinne gemacht hat. Die haben also aus dem bestehenden Eigenkapital Dividenden ausgezahlt, um die Aktionäre glücklich zu stimmen. Andersrum kann es sein, Unternehmungen sagen sich, Mensch, ich habe Gewinne gemacht, und zwar gute, und jeder, der damit abstimmen kann, die Aktionäre stimmen an der Hauptversammlung dazu ab, keine Dividende auszuschütten, weil man sich sagt, Mensch, mit dem Geld, wenn es im Unternehmen bleibt, kann das Unternehmen wesentlich mehr anfangen. Es kann neue Entwicklungen vorstellen, es kann Forschung betreiben, es kann neue Produktlinien aufsetzen. Und für den Aktionär ist es vielleicht sinnvoller, dass das Geld dort drin bleibt. Deswegen kann es auch sein, es gibt Gewinne, die werden aber nicht als Dividende ausgeschüttet. Auch durchaus möglich. Es gibt sogar einige Unternehmenszweige, gerade im Hightech-Bereich, Internet-Bereich, wo sich viele Aktionäre denken, Mensch, wenn die Unternehmung keine Vision hat, keine Vorstellung hat, was mit dem Geld machen soll und lieber mir das Geld ausschüttet, dann haben die zukünftig einfach das Pulver verschossen und es macht keinen Sinn mehr, dann verkaufe ich das Ding. Also es ist immer schwierig, was der Markt davon erwartet, aber es das heißt nicht, wenn Dividenden ausgeschüttet werden, ist immer gut, wenn keine ausgeschüttet werden, ist schlecht. Lieber gucken, macht das Unternehmen Gewinn und wird der Gewinn eingesetzt. Dividendenausschüttung oder ohne Unternehmen behalten,
Denn Dividenden, die ausgeschüttet werden, senken den Kurs. Wenn es drin bleibt, bleibt der Kurs auf einem hohen Niveau. Nochmal ganz kurz die Frage, du hast es zwar am Rande bereits erwähnt, aber es sind die Aktionäre, die über die Ausschüttung einer Dividende abstimmen. Genau. An der Hauptversammlung wird bestimmt, wenn ein Gewinn erwirtschaftet wurde, wie soll der verwendet werden, im Normalfall. Und dann kann man auch sagen, wenn alle dafür stimmen, ja, soll eine Dividende ausgeschüttet werden, dann gibt es auch eine Dividende. Aber es kann dann sein, dem Unternehmen fehlt Geld und die müssen auf der anderen Seite Kredite aufnehmen, um irgendwas Neues auf die Wege zu leiten. Und da muss man überlegen, was ist sinnvoller für mich als Eigentümer der Aktiengesellschaft? Will ich jetzt die Dividende haben? Muss ich gucken, was mache ich mit dem? Gebe ich es aus? Schade. Lege es wieder neu an. Mit ein bisschen Dividende ist manchmal schwierig. Oder sage ich mir, lass es lieber im Unternehmen drinstecken. Dann müssen die nicht irgendwo Fremdkapital, momentan günstig, in einer Situation aber auch mal teuer, sich besorgen, Unternehmen am Laufen zu halten. Die Überlegung sich ihre Fehler stellen. Das heißt, Vorstand, Aufsichtsrat schlagen nur eine Dividende vor, vielleicht auch die Höhe der Dividende. Genau. Die Abstimmung erfolgt aber über die HV. Absolut richtig, genau. Okay, dann hoffen wir, dass wir richtig lagen mit der Antwort auf deine Frage, Mani. Falls nicht, einfach wieder einen Kommentar hier lassen. Falls es weitere Fragen gibt, dann natürlich auch einen Kommentar hier lassen. Dir vielen Dank, Richie, und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns diesmal, glaube ich, schon Montag. Recht bald. Ist am geplant, Montag wieder. Ja. Am Montag. Dann bis Montag. Alles klar, bis dann.